Die Hauptfeuerwache in Mülheim an der Ruhr, eine der modernsten und schönsten Feuerwachen Europas. Wir hatten die Ehre, der Feuerwehr Mülheim einen Tag über die Schulter schauen zu dürfen und konnten so die Tagesabläufe der Helden miterleben. Mülheims Helden. Ein Tag bei der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr. Die alte Feuerwache auf der Aktienstraße wurde 2010 nach 80 Jahren abgelöst von einer neuen, hochmodernen Feuerwache an der Duisburger Straße im Mülheimer Stadtteil Broich. Die Hauptfeuerwache und Rettungswache der Berufsfeuerwehr Mülheim, ein Gebäudekomplex konzipiert auf hohem Niveau mit viel Übungs- und Arbeitsraum, damit sich die rund 250 Mitarbeiter auf Einsätze jeglicher Art gut vorbereiten können. Eine zentral gelegene Brand- und Rettungswache, um den Bürgern von Mülheim an der Ruhr die optimale Sicherheit gewährleisten zu können. Ja, wir befinden uns jetzt hier in der Leitstelle der Feuerwehr Mülheim. Das ist eigentlich so das Herz der Feuerwache. Hier resultieren ungefähr 35.000 Einsätze im Jahr, die die Feuerwehr Mülheim ableistet. Hier ist eigentlich immer Action. Sie sehen hier 6 gleichberechtigte Plätze. Hier arbeiten also 6 Disponenten, die sich den 24-Stunden-Dienst teilen. Diese 35.000 Einsätze, die teilen sich natürlich so ein bisschen. Wir haben so im Jahr ungefähr 400 Brände, die wir abarbeiten müssen. Also wenn mal die Frage gestellt wird, so ungefähr einmal am Tag brennt es irgendwo in Mülheim. Von einem Kleinbrand bis hin zur Lagerhalle, das kann alles sein. Des Weiteren haben wir ungefähr 2000 technische Hilfeleistungen im Jahr, die wir ableisten müssen. Personen bleiben im Aufzug stecken, Verkehrsunfälle, die klassische Katze im Baum gehört natürlich auch dazu. Und insbesondere in letzter Zeit sehr viele Unwetterereignisse wie Sturmschäden, Starkregen und so weiter. Der größte Batzen allerdings sind Rettungsdiensteinsätze. Da leisten wir immer mehr im Jahr. Und so kommen wir auf die stolze Zahl von an die 35.000 Einsätze im Jahr. Eine ganz wichtige Angelegenheit der Feuerwehr Mülheim ist die Brandschutzerziehung von Kindern. Ja, wir befinden uns jetzt hier in den Räumlichkeiten zur Brandschutzerziehung. Uns ist nämlich enorm wichtig, auch die kleinsten Kinder schon auf Brandschutzmaßnahmen hinzuweisen. Wir sind nicht nur gesetzlich verpflichtet, sondern es ist uns auch eine Herzensangelegenheit natürlich. Wir haben in Mülheim über 100 Kindergärten. Die besuchen uns regelmäßig hier und da kriegen die Kleinen schon beigebracht die ersten Sachen im Thema Brandschutz. Zum Beispiel, wie lautet der Notruf? Der kann hier simuliert werden. Wir haben hier extra ein Kinderzimmer eingerichtet, damit die Kinder sich auch so ein bisschen heimisch fühlen. Dieses Kinderzimmer können wir komplett verrauchen, um den Kindern beizubringen, wie sie sich dann zu verhalten haben. Kinder neigen nämlich dazu, in Gefahr, sich in Schränken oder unter Betten zu verstecken. Und das ist natürlich höchst kriminell. Also hier bringen wir den Kindern bei, dass sie sich im Falle eines Falles auf dem Boden bewegend aus dem Raum bewegen. Das ist eine Möglichkeit, die wir hier machen können. Das wird von den Kindern natürlich immer mit einem großen Hallo angenommen. Und wie gesagt, das macht auch sehr viel Freude und Spaß, diese kleinen Kinder im Vorschulalter schon zu betreuen. Bei ungefähr 400 Bränden im Jahr ist die Drehleiter einer der wichtigsten Hubrettungsfahrzeuge der Feuerwehr. Doch worauf müssen die Retter beim Eintreffen eines Brandeinsatzes achten? Das zeigt die Einsatzsimulation im nachfolgenden Ausschnitt. So, der Einsatz befindet sich auf der Nordstraße. Du bist unterwegs mit deinem Löschzug nach deiner Einsatzregel in Mülheim. LF24, Drehleiter, TLF und Rettungswagen. Du bist Führer auf dem LF24 und gemeldet ist nach Leitstelle unklare Feuermeldung. Okay. Meine vorläufige Fahrzeugerstellung behalte ich auch erstmal bei. Auf Sicht sehe ich eine harte Bebauung in Reihenhausbauweise, starke Rauchentwicklung und Flammenschein. Drei Personen, die sich auf dem Dach befinden und an der Dachkante sitzen. Eine Person vor dem Fahrzeug. Die Polizei hat bereits die Straße gesperrt. Ansonsten erkenne ich hier erstmal noch 2 PKWs, ansonsten erstmal nichts. Ich würde jetzt quasi das Fahrzeug verlassen, zu den Polizisten gehen und erkunden weiter. Genau, der Polizist, der macht sich auch schon bemerkbar. Und die Fahrzeuge hier, da ist fließender Verkehr, das heißt, die sind für dich dann auch weg, wenn du jetzt im weiteren Verlauf vorgehst. Ich gehe zu den Polizisten und frage, ob er schon irgendwelche anderen Erkenntnisse hat. Nee, ich bin auch gerade erst eingetroffen und habe gedacht, ich mache schon mal die Straße hier für euch zu und dann könnt ihr hier in Ruhe arbeiten. Dann gehe ich weiter, nehme meinen Melder mit zur Beruhigung der Person auf der Dachkante, befrage die Person vor dem Dach, vor dem Haus unten, ja. Was sie mir sagt. Ja, also wie viele Personen sind gemeldet, wissen, wo es genau brennt und
Also er sagt, er hat nur einen Brandgeruch wahrgenommen. Der wohnt hier oben in der ersten Etage und ist aufgrund dessen mal nach draußen gegangen, um zu gucken. Ist die Person in der Wohnung noch, also die da in der Wohnung wohnt, noch zu Hause oder ist die arbeiten? Oder? In welcher Wohnung jetzt? In der Brandwohnung? Er zeigt mit dem Finger nach oben und sagt hier, die beiden, die da oben sich am Dach befinden, das sind die Bewohner im Haus, weil die ja zu der oben zu der Wohnung gehören. Okay. Und wie viele Leute wohnen insgesamt im Haus? Wie viele Parteien? Insgesamt ist das ein Vier-Parteien-Haus. Das heißt, wir haben eine Dachgeschosswohnung, zweite OG eine Wohnung, erste OG eine Wohnung und Erdgeschoss eine Wohnung. Okay. Und die Personen hier sind die Bewohner der Wohnung? Ja, genau. Da oben. Am Dach. Okay. Mehr Bewohner sind auch nicht in der Wohnung. Das sind die drei? Das sind die, die da oben sind. Genau. Die zwei, die hier vorne sitzen, nahe der Dachrinne, sage ich jetzt mal, und hier an der Aufschließleiter die Person. Okay, die Zugangsmöglichkeit ist auch nur die, die ich hier sehe, die grüne Haustür. Wenn ich jetzt auf die Rückseite gehen würde, würde ich da was sehen, außer den Flammenschutz. Ja, dann muss auf die Rückseite gehen und gucken. Okay, gehe ich gucken. Mache ich. Bewege ich mich. Da sehe ich das Ladenlokal. Ja. Sehe den Flammen, die Flammen aus dem geborstenen Dachstuhl. Keine Rauchentwicklung aus den Etagen darunter, darüber. Und auch keine Personen am Fenster. Okay, okay, Ladenlokal denken wir uns mal weg, aber das Ding hat einen Hintereingang, welcher aber aktuell geschlossen ist. Okay. Wir befinden uns hier in der Containerhalle der Feuerwehr Mülheim. Wir haben ein sogenanntes Abrollbehältersystem. Das heißt, wir halten ganz viele verschiedene Container, wie man hier sieht, vor für verschiedene Einsatzszenarien. Zum Beispiel hier im Vordergrund, da steht drauf Schiene. Darauf haben wir Material, wenn zum Beispiel eine Straßenbahn entgleist. Da ist viel schweres Material drauf, sodass wir die Straßenbahn dann auch entsprechend wieder in ihre Gleise stellen können. Und so haben wir für verschiedene Einsatzszenarien ganz viele verschiedene Container, unter anderem im hinteren Bereich auch noch einen Container mit 10.000 Liter Wasser. Wenn wir zum Beispiel in den Wald kommen, wo wir eine schlechte Wasserversorgung haben, können wir diesen Container wunderbar nutzen. Und so gibt es für zum Beispiel auch auf der Verschmutzung auf der Ruhrcontainer, da sind verschiedene Ölschlängelanlagen, Ölbindemittel, Chemikalienbinder drauf und für verschiedene Einsatzszenarien halt ganz viele verschiedene Container. Werterhalt und Pflege der Fahrzeuge gehört genauso zum Alltag wie die Einsätze selber. Nach jedem Einsatz werden die Fahrzeuge kontrolliert, gewartet und bei Bedarf mit neuem Einsatzmaterial wie Schläuchen und Sauerstoff etc. bestückt. Eine enorm wichtige Sache, damit die Fahrzeuge auch jederzeit einsatzbereit bleiben. Denn es kann jederzeit ein Einsatz erfolgen. Deshalb ist die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr rund um die Uhr für jeden erdenklichen Ernstfall gerüstet. 365 Tage im Jahr. Für die Wartung von Fahrzeugen und Material sorgen umfangreiche hauseigene Werkstätten. Folgende Werkstätten werden betrieben: Kfz-Werkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Funkwerkstatt, Schreinerei, Desinfektion, Schneiderei, Sattlerei, Schlauchpflege und Werkstatt, Feuerlöscherwerkstatt und die Atemschutzwerkstatt, aber dazu gleich mehr. Auch die Wäsche wird von den Helfern selber gewaschen. Und nun zur Atemschutzwerkstatt. Also das ist der sogenannte Schwarzbereich. Hier werden die gebrauchten Atemschutzgeräte nach einem Einsatz abgelegt von den Einsatzkräften. Und bis hier ist dann Schluss. Die Leute gehen ja dann entsprechend wieder und holen sich die frischen Atemschutzgeräte. Das gucken wir uns gleich noch an. Und speziell ausgebildete Atemschutzgeräte entnehmen sich dann hier die Geräte und reinigen die dann hier schon mal vor, bevor es dann weitergeht, quasi hier in den Raum, mit einer entsprechend weiteren Feinreinigung von den Masken, wie man da sieht, die dann auch wieder anschließend getrocknet werden müssen. Das alles geschieht natürlich mit verschiedenen Desinfektionsmitteln. Unter anderem haben wir auch hier Chemikalien- und Schutzanzüge im Einsatz gehabt. Die sind jetzt hier in dieser Kabine gereinigt worden und werden auch wieder getrocknet. Das dauert auch eine gewisse Zeit. Das muss natürlich alles überprüft werden, weil das ist halt lebenswichtige Ausrüstung für einen Feuerwehrmann. Die ganzen Geräte werden dann hier in dem Nebenraum und auch die Masken komplett auseinandergebaut. Wie man hier sieht, gibt es ganz viele verschiedene Einzelteile.
von den verschiedenen Geräten. Das wird, wie gesagt, komplett auseinandergebaut und wieder überprüft. Hinterher werden die Masken sogar auf Dichtigkeit wieder überprüft. Hier um die Ecke haben wir eine Füllanlage für die Atemluftflaschen. Können wir gerne mal rumgehen. Da werden die Flaschen wieder gefüllt entsprechend, damit es auch wieder Luft für den Einsatz gibt. Und wenn das dann alles geschehen ist und alles überprüft worden ist und alles taco ist, dann werden die nebenan in Schränke gelagert, um dann entsprechend von den Einsatzkräften wieder entnommen werden zu können. Jo, hier nehmen sich die Einsatzkräfte dann die entsprechend geprüften Atemschutzgeräte wieder raus, um die Fahrzeuge zu bestücken. Hier, das ist so ein Teil heutzutage mit einer GFK-Flasche. Ja, das Material ist etwas leichter. So ein Gerät wiegt allerdings trotzdem noch an die 16 Kilo. Also das ist schon eine ziemliche Belastung, sowas auf dem Rücken zu haben. Mit der entsprechenden Maske dann auch noch auf dem Kopf und der Schutzkleidung tragen wir so ungefähr 25 Kilo mit uns rum, wenn wir zum Beispiel in einen brennenden Keller gehen oder so. Das ist also schon eine körperlich höchst anstrengende Arbeit, die bewerkstelligt werden muss. Einsatzdauer mit so einem Gerät, je nach Lungenvolumen, so ungefähr 20 bis 25 Minuten. Hätten Sie gewusst, dass Feuerwehrleute seit vielen Jahren als der vertrauenswürdigste Berufsstand gelten? 94% der Deutschen schenken Feuerwehrleuten das größte Vertrauen. Und hier nun die Gewinnspielfrage. Warum sind die Feuerwehrschläuche der Feuerwehr Mülheim mit den Farben Rot und Gelb gekennzeichnet, beziehungsweise für was stehen diese Farben? Ja, wir befinden uns hier in der Schlauchpflegeanlage der Feuerwehr Mülheim. Man muss sich vorstellen, wenn wir draußen Schläuche gebraucht haben an der Einsatzstelle, sind die natürlich dreckig und schmierig, gegebenenfalls durch den Brandschutz gezogen, vielleicht auch defekt. Das heißt, die gebrauchten Schläuche werden hier abgelegt und sofort mit den fertigen Schläuchen, die Sie da vorne gesehen haben, werden die Fahrzeuge wieder bestückt, sodass das Fahrzeug schnellstmöglich wieder einsatzbereit ist. Hier in dem Becken werden die Schläuche ausgerollt, die werden mit einem Prüfdruck versehen, um zu gucken, ob sie noch ganz sind. Dann werden sie auch gereinigt, durch einen Hochdruckreiniger gezogen und im Anschluss daran in dem Schlauchturm aufgehängt. Dort trocknen sie dann unter natürlichen Bedingungen, ohne Heizung, sondern nur natürliche Belüftung und sind dann je nach Witterungslage nach ein paar Tagen wieder trocken, werden aufgerollt und in die Regale für die fertigen Schläuche verbracht. Fitness wird bei der Feuerwehr Mülheim großgeschrieben. Dafür sorgen mehrere Sportbereiche, wie eine Turnhalle oder ein Fitnessraum, um optimales Training, wie zum Beispiel Kraftsportübungen, Ausdauerübungen oder Belastungsübungen zu betreiben, sowie einen Außensportbereich, um auch mal nach den Einsätzen ein paar Körbe werfen zu können. Ja, wir befinden uns jetzt in der Atemschutzübungsanlage der Feuerwehr Mülheim, eine hochmoderne Anlage hier. Jeder Feuerwehrmann, jeder diensttaugliche Feuerwehrmann muss einmal im Jahr eine sogenannte Atemschutzbelastungsübung ablegen. Das heißt, in voller Montur, mit Atemschutzgerät, mit Maske, mit Helm, alles was dazugehört, eine körperliche Leistung ablegen. Der Kollege wird dabei komplett überwacht, das heißt, die Pulsfrequenz wird überwacht. Der Kollege bekommt einen Chip ums Handgelenk mit seinen persönlichen Daten drauf. Was Sie jetzt hier sehen, ist eine Übung. Normalerweise hätte der Kollege jetzt natürlich ein Atemschutzgerät auf. Das kneifen wir uns, weil Sie ja auch mit durchgehen wollen. Das stellen wir jetzt einfach mal so dar. Ich darf Ihnen dann jetzt zeigen, wie es losgeht. Und zwar, wenn Sie mir mal folgen wollen, gibt es hier einen sogenannten, ich sag mal, Aufwärmraum mit verschiedenen Cardiogeräten. Der Kollege kommt jetzt hier rein, das heißt, es sind immer mindestens zwei Mann. Die Sicherheit bei der Feuerwehr wird absolut hochgeschrieben. Jede Tätigkeit wird mit mindestens zwei Mann durchgeführt, außer die des Einsatzleiters. Das ist ein Sicherheitsaspekt. Wenn dem einen mal was passiert, ist der andere natürlich für ihn verantwortlich. Es geht folgendermaßen vor: Der Kollege kommt hier rein, meldet sich mit seinem Chip an diesen orangenen Punkt hier von diesem Laufband zum Beispiel an. Dieses Gerät erkennt, wer ist der Kollege, wie alt ist der Kollege und wird sich dann entsprechend einstellen.
Je nach Alter ist die Leistung natürlich unterschiedlich. Je älter man wird, umso weniger muss man nur noch leisten. Das Gerät stellt sich ein und dann muss man hier erstmal von der Montur 1 bis 1,5 oder 2 Minuten auf dem Laufband bewältigen. Ist das fertig, geht er hier rüber, zum Beispiel zu diesem Cardio-Gerät, diesen Armcurler, meldet sich wieder entsprechend an, das Gerät erkennt wieder. Ja, und dann kann er hier lustig Arm curlen, da stellt sich ein Widerstand ein. Das wird dann auch 1-2 Minuten gemacht. Wenn er damit fertig ist, geht es weiter hier auf den Stepper, wieder die gleiche Anmeldeprozedur. Auch wird dann wieder hier gesteppt, eine gewisse Zeit. Und last but not least kommt hinterher noch die sogenannte Endlosleiter dort. Das ist auch ein Gerät, was den einen oder anderen tierische Qualen abverlangt, weil die Sprossen geben einfach unter einem nach. Das heißt, wenn man oben ist, ist man nicht automatisch oben, sondern die Sprossen gehen nach unten und so muss man dann auch eine entsprechende Höhe steigen. Jo, nach dieser Aufwärmphase hier, ja, hört sich blöd an, ist aber so, meldet man sich dann hier an der eigentlichen Atemschutzübungsstrecke an und die Kollegen gehen dann hier rein, einfach mal folgen. In der eigentlichen Atemschutzübungsstrecke, wie man hier sieht, ja, so eine Art Käfig. Ne? Auf der Kirmes bezahlt man 3 €, hier gibt es das für ganz umsonst. Hier gibt es verschiedene Wege, um ans Ziel zu kommen. Die ganze Anlage kann auch umgebaut werden. Und die Kollegen müssen dann hier quasi rein und sich den Weg suchen bis ans Ende. Und sie haben heute die absolut tolle Möglichkeit, mal mitzugehen mit dem erfahrenen Kollegen, der langsam vor ihnen hergeht. Und dann können Sie sich mal so ein paar Eindrücke unterwegs sammeln. Sie müssen sich allerdings vorstellen, normalerweise findet das im Stockdunkleren statt. Es ist vernebelt und wir können auch eine riesen Geräuschkulisse noch hier einstellen. Also schreiende Kinder oder so, um einfach den Stress so ein bisschen zu erhöhen. Ja? Ja, jetzt haben Sie die einmalige Gelegenheit, mit dem Kollegen im Licht einmal hier durchzugehen. Ohne Atemschutzgerät, keine Angst, das ist nur Disco-Nebel, vollkommen ungefährlich. Ja, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß. Dankeschön. Ja, wichtig bei dieser Atemschutzstrecke ist einfach nicht unbedingt die Schnelligkeit, sondern wichtig ist, dass der Druck auch zusammen bleibt. Da ist dann abends hoch, wenn es sich dunkel ist. Am besten sogar mit Körper, wo Sie sich überdenken, das ist Nullsicht. Ja, jetzt gesehen ist einfach nur Luxus. Normalerweise ist es in einem Waffen stehen natürlich nur Licht. Da ist das ganz einfach von uns das gemein, dann gemeinsam, aber sicher dunkel. Das geht jetzt auf und ab. Man muss jetzt quasi nach unten die Ebene wechseln. Um hier noch ein paar Worte hinzuzufügen. Der Gang durch die Atemschutzübungsanlage hat insgesamt ca. 30 Minuten gedauert. Wir haben das zu ein paar Minuten zusammengefasst, um einen kleinen Eindruck zu vermitteln. Okay. Okay. Ja, das ist schon alles nicht so einfach. Wenn man es jetzt noch vorstellt, wenn man ein Gerät anhat, ne? Ja, schon heftig. Schon durch. Der greift mich hier und einmal zieht mich quasi hier mit raus. Genau. Sollen wir dann normalerweise auch machen. Ne? Auch hier wieder, hier kommt man natürlich nicht weit, wenn man eine Flasche am Boden hat. Ne? Ja. Schon ganz klein machen auf dem Bauch. Dann man sieht den Nebel. Hier extra mit den Füßen voran. Ne? Mich vorzutasten. Okay. So, jetzt haben wir gar kein Licht. Ja, ist schon heftig.
einer Seite raus, heißt, wir müssen beide zusammen erst drin sein. Mir ist jetzt schon warm. Ja. Alle Achtung, was die Feuerwehr hier leistet. Ansatz oder so, wenn man Klamotten hier rumläuft. Etwas fertig. Was die Feuerwehr hier leistet, ist schon atemberaubend und erfordert höchste Fitness. Das kann ich sagen. Hätten Sie es gewusst, dass die Feuerwehr Mülheim jedes Jahr mit ihren Fahrzeugen eine Gesamtstrecke von ca. 370.000 Kilometern fährt? Pause bei der Feuerwehr bedeutet nicht gleich Pause. Denn es kann jederzeit zu einem Einsatz kommen. Dass die jährliche Zahl der Rettungsdiensteinsätze bei ca. an die 35.000 liegt, kann man hier selbst erleben. In der Fahrzeughalle des Rettungsdienstes herrscht selten Stillstand. Von hier aus können auch die Ampelanlagen, zum Beispiel von der Duisburger Straße, geschaltet werden, damit die Helfer auch schnellstmöglich zum Einsatzort gelangen. In maximal 8 Minuten erreichen sie hierbei ihre Einsatzorte, um schnellstmöglich helfen zu können. Kaum hatten wir das Ausrücken des Rettungswagens zu Ende gefilmt, kam es auch schon zum nächsten Einsatz. Damit die Helfer auch perfekt geschult sind, unterhält die Feuerwehr Mülheim folgende Rettungsdienstschulen für die Aus- und Fortbildung im Bereich Notfallsanitäter, Rettungssanitäter, Erste Hilfe und Desinfektion. Auch eine Feuerwehrschule mit vielen Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten sowie eine Fahrschule sind in den Räumlichkeiten der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr zu finden. Auch einen Tierrettungsdienst gibt es. Circa 250 Tiere rettet die Feuerwehr Mülheim pro Jahr. Die Feuerwehr muss sich auf alle erdenklichen Lagen einstellen. Oft werden sie gerufen, wenn niemand mehr weiter weiß. Das Gefahrenspektrum ist dabei vielfältiger, als viele Leute sich dies vorstellen können. Die Feuerwehr unterhält dafür einen umfangreichen Fuhrpark an Einsatzfahrzeugen, Anhängern und Einsatzgeräten. Die Fahrzeuge sind speziell für die Bedürfnisse einer modernen Großstadtfeuerwehr ausgelegt. Sie decken den größten Teil der taktischen Einsatzanforderungen ab. Die Basisfahrzeuge sind so ausgestattet, dass mit ihrer Hilfe die alltäglichen Einsätze im Brandschutz und der technischen Hilfeleistung bewältigt werden können. Die Ausrüstung deckt ein großes Einsatzspektrum, vom Brand bis zum Verkehrsunfall ab. Spezialfahrzeuge und Gerät werden für die außergewöhnlichen Lagen vorgehalten.
Die Feuerwehr muss so ausgestattet sein, dass sie 365 Tage im Jahr und rund um die Uhr einsatzbereit ist. Dabei hält sie nur so viel Gerät vor, wie gerade notwendig. Ja, wir haben in Mülheim eine ganze Menge, eine Vielzahl von Objekten, die eine automatische Brandmeldeanlage haben, die dann halt auslöst aufgrund des Drücken eines Druckknopfmelders oder eines ausgelösten Rauchwarnmelders. Der Alarm läuft dann automatisch hier bei uns auf der Leitstelle auf und wir können uns dann hier eine Einsatzakte ziehen. Ich sage jetzt mal hier zum Beispiel, wir haben einen Meldealarm am Rathaus, im historischen Rathaus. Dann hat der Einsatzleiter hier direkt die ersten Informationen zur Lage von verschiedenen Sicherheitseinrichtungen oder Begehungspläne, Objektpläne zur Orientierung. Ganz wichtige Informationen, die man benötigt, wenn vor Ort keine Ansprechpartner mehr vorhanden sind. Und so gibt es zu den ganzen Objekten hier in Mülheim Einsatzakten, so damit wir uns auch gut zurechtfinden. Nicht nur die Höhe ist Bestandteil des Feuerwehrberufs, sondern auch die Tiefe. Ja, was Sie hier sehen, ist eine ganz wichtige Ausbildungseinrichtung der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr. Mülheim, die Stadt am Fluss, unterhält natürlich auch eine Taucherstaffel. Es kann ja jederzeit auch ein Unfall an oder auf der Ruhr passieren, sodass man entsprechend Taucher ins Wasser bringen muss. Hier dieses Becken hinten mit 6 Meter Tiefe eignet sich hervorragend zur Ausbildung von angehenden Tauchern, aber auch zu Gewöhnungsübungen. Viele andere Feuerwehren nutzen dieses Angebot auch. Im Moment ist die Feuerwehr Oberhausen hier auch sehr aktiv. Wir haben hinten die Möglichkeit, eine vollverzinkte Karosse ins Wasser, unten bevor, was Sie im Hintergrund sehen, einzulassen. Dort können die angehenden Taucher oder die Taucher dann auch Such- und Bergungsaktionen üben, Seile anschlagen und so weiter. Wie gesagt, eine sehr wichtige Geschichte, die auch von vielen, vielen anderen Feuerwehren benutzt wird. Die Drehleiter lässt sich bis zu einer Höhe von ca. 30 Metern ausfahren. Und nun schauen wir uns eine Brandübung der Feuerwehr Mülheim an.
Aufnahme der Lage war ein Garagenbrand mit einer vermissten Person. Der Gruppenführer hat uns den Einsatzbefehl gegeben, dass wir mit dem ersten C-Bot zur Menschenrettung vorgehen. Wir haben die Person relativ schnell gefunden, wir haben die Tür geöffnet. Die Person lag ungefähr 2 Meter hinter der Tür. Wir haben die Brandfluchthaube trotzdem aus Übungszwecken aufgezogen und haben dann die Person gerettet und im Wasserturm übergeben. Dankeschön. Und so endet ein spannender und erlebnisreicher Tag bei einer der schönsten und modernsten Brandschutz- und Rettungswachen Europas. Die Dreharbeiten bei der Feuerwehr Mülheim haben uns sehr viel Freude bereitet. Und wir sind dankbar dafür, dass wir unseren Helfern einen Tag über die Schultern schauen konnten. Danke an die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr und ein großes Dankeschön an Thorsten Dreves, Pressesprecher der Feuerwehr Mülheim, der sich am Drehtag hervorragend um uns gekümmert hat. Und so geht es zum letzten Einsatz des Drehtages bei der Feuerwehr.